Ich glaube, ich habe das Hugo-Video noch nicht gesehen. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Wenn Monte eine Frau sieht. Oh, guck mal da rechts, Memo. Ja, lauf, lauf, lauf. Why are you running? Wo spielt Monte da? Ist Monte auf einem RP-Server? Ich habe ein Video gesehen mit Oliver Pocher und der Anne Wünsch. Online, okay. Und dann ist mir eingefallen, dass es von der ja Nudes gibt. Und dann wollte ich mir die halt einfach angucken, Digga. Ihr entscheidet zu Hause. Wer gewinnt die Talentshow? 3, 2, Florian ist vorne! Wir haben den Menschen noch! Florian! Oh mein Gott! Safe der schönste Tag in Florians Leben. Sekunde! Gewinnt Florian! Nein! Isaac gewinnt doch! Hä? Was? Tut mir leid, Florian, du hast doch nicht gewonnen. Was? Toll gemacht, Knossi. Jetzt hat Florian den Salat. Ah, oh, natürlich. Check aus! Nope. Gönn dir. Nope. Hä? Nope. Hinter uns. Also du hast mich so hochgenommen einfach. Was hat Leroy eigentlich für einen Billo-Stuhl gegeben, während sein Stuhl sogar Räder hat? Bruder, kritisch. Ich wette, Leroy ist mit dem Ding sogar schneller als Kevin, wenn er rennt. Entspannt mit den Homies im Discord chillen. Wie oft habe ich jetzt gesagt, ihr sollt nicht dauernd durcheinander reden? Ihr seid alle in der Höhle aufgewachsen, ohne Eltern und ohne Erziehung, oder wie? Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Wie bitte? Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Killing Floor. Memos wunderschöner Suchverlauf. Was hast du denn bei YouPorn gesucht, Digga? Komm ruhig hoch. Ja, ist unangenehm, ne? Aber leider. Gib Check. Nope. Das ist das. Yeah. Mist, das war cringe. Mist, das war cringe. Auch immer wieder schön zu sehen, was es da dann für schönen Content auf Twitch gibt. Also wirklich, das ist Qualitätscontent, den ich auch auf Twitch sehen möchte. Moin. What the fuck? Oh. Boom, wie lange haben wir gebraucht? Sich leckeres Frühstücks-iPad. Da kannst du auch richtig krank viel Geld ausgeben. World Record. Oh, nein, 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 ich bin ein Idiot! Upsala. Hey, was ist hey, das? Jetzt werde ich angerufen von diesem Hurensohn. Revi, was geht? Straßenverkehr mit Elias. Was denn? Guckt euch an, ne? Nee, du? Hä, fahr doch einfach vorbei! Ich komm nicht vorbei! Ich doch auch nicht! Ich komm nicht vorbei! Ich doch auch nicht! In der Schule bekomme ich ein Abschlussvideo für die Präsentation. Ja. Tut mir leid, dass die Präsentation so scheiße war. Danke fürs Zuhören. Die machen sowas, weißt du? Ist das deine Freundin? Hä, was? Ist das ein Duft? Lass dich nicht ärgern. Oh nein, Henke! No. Oh no! Ist das deine Freundin? Die machen sowas, weißt du? Oh nein. Ist das deine Freundin? Hä, was? Das ist ein Duft. Lass dich nicht ärgern, Henke, du bist sehr männlich. Ich habe eine Plattenkiste, wenn ihr eine braucht. Ampro. Montes Brustwarze mit 2 Euro. Freue mich schon heute Abend von dir gestreichelt zu werden. Carsten reagiert auf feuriger Hugo. Digga, was war das
Mann, diese Fußablage! Kick mein scheiß Ball! Alles gut bei der Bruder? Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich wahrscheinlich. Offensichtlich nicht. Alter, wieso ist deine Lache so ansteckend? Alle haben übrigens die Maschine am Start. Eine geiler als die andere. Und Bruder und er mit Sascha Huber am Start. Danny, lass eine Wette machen. Ich sag, heute ist der Tag gekommen, an dem ich treffe. Ja, du wirst eh nicht treffen. Und was wetten wir? Was kann man wetten? Nuggets. Der Vegetarier macht sich auf den Weg zu seinen Nuggets. Weisheiten mit dem Rentner. XXL-Version. Also ein Arschbohrer muss schon, Digga, wenn kein Arschbohrer, Bruder, dann auch keine Frau. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Ihr dürft als Mann auch dazu stehen, wenn euch das gefällt, wenn ihr euch selber am Arschloch rumspielt. Das ist nichts Verwerfliches. Wohl auch mal was sagen. Willst du noch was sagen? Die Bühne ist deine. Oh ja, interessant, okay, cool. Noch irgendwas dazu sagen? Sind wir mal. Das ist so geil geschnitten. Ganz offen und ehrlich, ich bin halt einfach jetzt schon 33. Ja, Running Gag hin oder her, Bruder, aber ich bin halt 33 und 88er Baujahr, jetzt ist raus. Ich bin hier mit dem berühmtesten Hochstapler Deutschlands. Gerd Postel. Ich bin übrigens alles andere als ein Hochstapler, jetzt mal unter uns und privat gesprochen. Scheiß Hochstapler. Edgy Badge Wichser. Ich f*** ihre. Wichser ist nicht meine Sprache, ja? Das ist meine Sprache. Sie sind einfach ein Hochstapler. Ich bin kein Hochstapler, pass mir auf. Diese Begrifflichkeit, die stört mich sehr und darauf gebe ich Ihnen Hochstapler. So kommen wir nicht weiter. Hochstapler. Hochstapler. Also, Sie wurden ja verurteilt, Sie haben ja Urkunden gefälscht und Sie sind einfach ein Hochstapler. Was war das für ein Interview, hä? Wieso hat er dazu Ja gesagt? Hat er gewusst, dass er die ganze... Oder? Hochstapler. Das macht man nicht. Das ist eine Frage der Erziehung. Hochstapler. Seien Sie mal ein bisschen diskret und höflich. Sie sind der beste Hochstapler Deutschlands. Kommen Sie, pass hier auf, das ist... Nee. Doch. Das ist nicht so im Interview. Ja, wahrscheinlich ist es nicht ganz so im Interview, aber... Sie sind so dumm, dass Sie mir nicht entfernt das Wasser reichen können und mich total langweilen. Beschissener Hochstapler. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Hochstapler. Verstehen Sie, das bringt mich sehr aus dem Konzept. Wenn Hochstapler. Ich so kompliziertere Sachen erklären. Hochstapler. Mal, wenn es permanent unterbrochen. Hochstapler. Haben Sie gerade unterbrochen? Ja. Ja, Sie das können. Ich bin leise und ich höre zu. Ja. Also, Sie. Hochstapler, Hochstapler. Hochstapler. Hier der Herr Postel, der ist ein ganz schöner Playboy. Der hat hier die ganzen Staatsanwältinnen und die Richterinnen der Reihe nach. Komm, Sie pass hier auf, das ist. Nee. Ja, aber jetzt mal. No shit. Ich frage mich einfach nur, wie ein Gerd Postel diese Frauen verführt hat. Und was? Ich meine, was sie da für Schweinereien mit denen anstellen. Das werde ich öffentlich nicht mitteilen, weil das die Öffentlichkeit gar nichts angeht. Und ich so. Ich bin ja noch im Hinblick auf, yeah. auf also ich finde, also es ist. Wieso ist das so witzig? Eine Möglichkeit, du musst krank sein. Ihre Frage. Wie bitte? Stellen Sie doch Ihre Frage. Nee, ich erkläre doch gerade. Achso.